Leute hier. Mein Name ist Engelbert Schmidt. Ich bin ein kleiner Unternehmer mit 15 Angestellten. Mit fast 66 Jahren habe ich 6 Kinder im Alter von einem Jahr bis 36 Jahren, denen ich ein besseres Deutschland hinterlassen möchte. Ich möchte euch zum Nachdenken anreden und ganz entscheidend zum Handeln, weiter handeln. Weckt die noch schwarzen Schafe auf. Abstände eingehalten werden, weil die Polizei dort bereit steht zur Auflösung der Gruppe oder der Menschen, die da sind. Also Turm 11,
Wo ist es genau? Turm 11, bitte die Abstände. Ist nummeriert, also wer an Turm 11 ist, bitte Abstände einhalten. So, und zwar sofort. Die Polizei steht dort. Wir gehen davon aus, dass wir kooperieren. So, ich wollte nur sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, hier auf der Bühne, die machen alle unglaublich viel. Wir kriegen das mit. Ich kann das gar nicht mehr alles lesen, was da so an Dokumenten und an Informationen kommt. Und die Kollegen und Kolleginnen hier haben sich zusammengetan. Es gibt verschiedene Organisationen von Anwälten, die sich zusammengetan haben. Da ist einmal die Organisation Anwälte für Aufklärung. Anwälte für Aufklärung sind mittlerweile, glaube ich, 120 Kollegen, die für euch da sind und sich für euch einsetzen. Auf dieser Fläche etwa 6.600 Anmeldungen in dieser Versammlung. Und dafür bedanke ich mich auch bei euch. Der Verein Klagepaten hat auch in Nordrhein-Westfalen den Eltern acht Dokumente zur Verfügung gestellt. Und es sind 4.700 Dokumente heruntergeladen worden, an die Schulen gegeben worden, um den Schulen zu sagen, meine Kinder sollen keine Maske tragen. Und daraufhin hat Herr Laschet die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Wir haben noch einen weiteren wichtigen Verein, der mit hier auf der Bühne steht. Das ist der Verein Mutigmacher. Der Verein Mutigmacher ist gegründet worden, wo Polizisten, Mitarbeitern von Behörden, von Ministerien, Mitarbeitern von Schulen, Lehrern, Schulleitern und so weiter die Möglichkeit zu geben, uns Insider-Informationen zu geben, uns zu sagen, was passiert eigentlich hier gerade, welche Informationen kommen, was wird intern besprochen und natürlich auch Menschen, die aussteigen wollen. Wir haben einige Polizisten da, die ausgestiegen sind und die werden unterstützt von diesem Verein und das ist eine tolle Sache. Vielen Dank. Die Kolleginnen und Kollegen, die hier auf der Bühne sind, die werden auch jetzt hier auf der Versammlung sich verteilen. Die sind erreichbar, man erkennt sie an den gelben Westen oder an den blauen oder Bordeaux-rotfarbenen Poloshirts, da steht auch überall Anwaltteam drauf. Wenn irgendwas ist, ihr könnt die Deeskalationsteams ansprechen, ihr könnt die Anwälte ansprechen, dass sie euch schützen, dass sie mit den Polizisten, die möglicherweise vor Ort sind, reden, um einfach hier diese Versammlung friedlich durchzuführen. Vielen, vielen Dank. Informiere ich nochmal über die Auflagen aus der Corona-Verordnung des Landes Berlin. Grundsätzliche Pflichten. Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Menschen möglichst gering zu halten. Bei Kontakten zu anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Satz 1 gilt nicht, sofern eine körperliche Nähe unter 1,5 Metern nach den Umständen nicht zu vermeiden ist. Insbesondere gilt sie nicht für Ehe- oder Lebenspartnerinnen und Partner, Angehörige des eigenen Haushalts und für Personen, für die eine Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden. Wir stehen unter dem Versammlungsrecht. Die Polizei ist zu unserem Schutz da. Es wird berichtet, dass bezahlte Aggressoren eingeschleust werden, um die Polizei anzugreifen und unsere Bewegung in ein schlechtes Licht zu rücken. Demonstranten attackieren nicht andere Demonstranten und Demonstranten attackieren nicht die Polizei. Bitte helft alle mit, sollten Einzelne zu Gewalt oder Straftaten aufrufen oder massiv stören, versucht diese von der Polizei umgehend entfernen zu lassen. Weist zuvor insbesondere filmende Mitstreiter auf mögliche Provokateure hin. Wird ein Provokateur erwischt, bildet einen großen Kreis um die Person und lasst den Provokateur durch die Polizei entfernen. Yes.
einer Versammlung herrscht Vermummungsverbot. Bitte prüft jetzt alle noch einmal in eurem Umfeld, ob es vermummte Personen gibt. Meldet diese Teilnehmer, die nicht bereit sind, ihre Vermummung abzulegen, den Deeskalationsteams. Wer etwas zu verbergen hat, hat eventuell keine friedlichen Absichten. Dadurch verhindern wir auch, dass die Versammlung aufgelöst wird. Ja, ich möchte nun eine doppelte Herzensminute für den Frieden einlegen. Mit der Hand auf dem Herzen senden wir Liebe und den Wunsch nach Frieden und Freiheit in die Welt. Vielen Dank. Ja, ich möchte heute noch mal unser Manifest verlesen. Wofür steht die Querdenkenbewegung? Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, insbesondere auf Artikel 1, Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Artikel 2, persönliche Freiheitsrechte. Artikel 4, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Artikel 5, Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Artikel 8, Versammlungsfreiheit. Artikel 11, Freizügigkeit. Artikel 12, Berufsfreiheit und Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Einschränkung der Grundrechte durch die Corona-Verordnung sowie die Abdankung der Bundesregierung. Hier friedvoll zu demonstrieren und unsere Grundrechte wahrzunehmen. Und ich möchte auch das nochmal betonen, was der Ralf gesagt hat, die Kooperation in der Vorbereitung mit der Polizei war sehr gut. Wir haben auf der Arbeitsebene super zusammengearbeitet
Und deshalb einen Riesenapplaus für die Berliner Polizei. Das ist ein Riesenapplaus. Danke an das Team von Querdenk 711 und alle lokalen Initiativen, die alles geben, um diese Demonstration möglich zu machen. Wir sind Demokraten. Rechtsradikales, linksradikales, rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt. Wir sind eine friedliche Bewegung, die Demokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladendenken links mit rechts ignoriert. Querdenken heißt, glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Namen Bedeutung haben und Innensenator Geisel ist eine Geisel für die Demokratie. Traurig und zutiefst enttäuschend, dass ein demokratisch gewählter Volksvertreter zutiefst antidemokratisch und grundgesetzwidrig handelt, indem er Demonstrationen, die sich gegen die Regierung wenden, verboten möchte. Deshalb fordere ich hiermit den sofortigen Rücktritt des Innensenators Geisel. Oberbürgermeisters von Berlin, die hier im Tandem die Grundrechte aller Menschen mit Füßen treten. Und ich stehe hier mit dem Grundgesetz, das uns seit mehr als 70 Jahren die Grundrechte garantiert. Es ist das Beste, was uns bisher passiert ist, aber konnte uns im Jahr 2020 nicht davor beschützen, dass die Regierung sich immer weiter selbst ermächtigt. Aktuell ist die verfassungsgebende Mehrheit eine Mehrheit aus Bundestag und Bundesrat, das heißt, die Bevölkerung wird nicht gefragt. Es gibt im Grundgesetz einen wichtigen Artikel, der bezeichnenderweise auch der letzte Artikel im Grundgesetz ist. Es ist Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Starten wir heute damit, uns eine eigene Verfassung zu geben, die diese Schwächen behebt und die Macht an uns, die Menschen, zurückgibt. Die Verfassung soll sich der Souverän geben und nicht Bundestag und Bundesrat. Ich habe das noch nie gemacht.
ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass meine Stärke darin liegt, Menschen zu vereinen. Deshalb bin ich frohen Mutes, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Ihr steht heute hier, weil ihr nicht mehr wollt, dass euch jemand sagt, wie ihr zu leben und zu denken habt. Wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Wir haben hier ideale Voraussetzungen geschaffen. Es gibt mehr als 60 LKW-Bühnen, auf denen wir den Debattenraum öffnen und frei von Vorurteilen diskutiert und gesprochen werden darf. Wow! Das Querdenken-Camp ist für 14 Tage angemeldet und auf der Hauptbühne wird es dann immer wieder eine Zusammenfassung der Ergebnisse geben. Das ist alles. Wird später mehr dazu sagen, wie Träume in juristische Formulierungen beflügelt werden können. Und ich rufe hiermit die Polizei auf, unsere verfassungsgebende Versammlung zu schützen. Und damit darf ich jetzt den Ralf auf die Bühne bitten. Ralf ist gerade im Gespräch mit der Polizei, oder? Hallo. Wichtige Durchsage. Der Michael muss jetzt kurz mit hinter die Bühne, weil wir haben dort zu verhandeln mit der Polizei. Ich begrüße deswegen, beziehungsweise gebe Michael zum Begrüßen an unseren Ehrengast. It's an honor for me that you made it from the US. Thank you very much to visiting Berlin and being here with us, fighting for freedom. The newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5,000 Nazis zu reden. Tomorrow they're going to report that yes, I was here, I spoke to maybe 3,000 to 5,000 Nazis. Morgen werden Sie genau das berichten, dass ich zu etwa 83 bis 5,000 Nazis geredet haben werde. But I look at this crowd, and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. I see people who love democracy. Ich sehe Menschen, die Demokratie lieben. People who want open government. Menschen, die eine offene Regierung wollen. People who want leaders that are not going to lie to them. Menschen, die für Anführer haben wollen, von denen sie nicht belogen werden. People who are not leaders who will not make arbitrary rules and regulations to orchestrate obedience of the population. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut, um unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. We want health officials who don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry, who are working for us and not big pharma.
Wir wollen Anführer, die keine Verbindungen mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten, nicht für die Pharma-Lobby. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharma-Lobby und ihren eigenen Profit. I see all the flags in Europe. I see people of every color. I see people from every nation, every religion, all caring about human dignity, about children's health, about political freedom. This is the opposite of Nazism. Wenn ich in die Menge schaue, sehe ich Flaggen aus aller großen Länder hier in Europa. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben, allen Religionen. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind, wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Governments love pandemics. Regierungen lieben Pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Weil es sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. In institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Now I'll tell you something. It's a mystery to me that all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades. Planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. The case fatality rate for COVID is at basic. Unrechtlich formuliert heißt es, es liegt eine arglistige Täuschung betreffend ein deshalb fehlerhaftes, weil nämlich mit falschen Zusicherungen vermarktetes Produkt vor. Das wiederum bedeutet, sowohl nach deutschem als auch nach kalifornischem und sonstigem US-Recht, dass diejenigen Personen, die diesen Test so vermarktet haben, dafür all denjenigen Personen, die deshalb Schäden erlitten, zum Beispiel im Sinne von Umsatzeinbußen wegen der Lockdowns, vollen Schadensersatz schuldig. Das betrifft zwar zunächst nur in Anführungsstriche Vermögensschäden, aber natürlich im Weiteren auch Körperschäden und am Ende auch Schmerzensgeld. Deshalb haben eine Reihe von deutschen und internationalen Kollegen sich zu einer Art Schulterschluss zusammengefunden, um diese Schäden gegenüber den Verantwortlichen durchzusetzen. Diese Verantwortlichen sind nicht nur unter anderem Drosten von der Charité und Wieler vom RKI, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation, die diesen deutschen Test als ersten weltweit empfohlen hat, sodass er eben auch in den USA vermarktet wurde. Was bedeutet das? Die Tatsache, dass er auch in den USA vermarktet wurde, führt zu der für die Verantwortlichen beängstigenden Konsequenz, dass damit die sogenannte sachliche Zuständigkeit der US-Gerichte eröffnet ist. Das, so könnte man sagen, ist ein sehr, sehr guter Grund für Panik auf der Seite der Verantwortlichen. Denn wie es ist, im Visier der US-Justiz zu stehen, wissen zum Beispiel die Deutsche Bank und VW sehr genau. Zwar wurde ihnen in Deutschland für ihre Betrügereien der rote Teppich ausgerollt, in den USA aber mussten sie jeweils zweistellige Milliardenbeträge bezahlen, ein öffentliches Geständnis ablegen und sich entschuldigen.
Aber noch etwas Positives gibt es zu berichten. Der Corona-Ausschuss wird jetzt nicht nur mit der Aufarbeitung des Skandals weitermachen, sondern er wird auch seine Richtung ein wenig ändern und damit beginnen, den sogenannten Great Reset zu diskutieren. Aber nicht im Sinne derjenigen, die ihn ausgerufen haben, sondern im Sinne des Volkes. Den ausnahmslos. Dass wir tatsächlich einen grundlegenden gesellschaftspolitischen Wandel brauchen und wollen, angefangen von der Eindämmung der Macht der Konzerne über die Schaffung sozialer Gerechtigkeit, die Bekämpfung des Klimawandels und den Kampf für Umweltschutz sowie die Herstellung einer wirklich unabhängigen Justiz. Franklin Roosevelt erinnert. We have nothing to fear, except fear itself. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, schon gar nicht Panik zu haben. Aber es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Mit Rivika, ganz sinnlich wird, peaceful, love, kann ich auch den Namen anders sein. Zeig mir bitte alle mal ein Herz, das soll in die Welt gehen. Zeig mir ein Herz, das sind die Bilder, die jetzt überall zu sehen sind. Ein Herz, und das gebt ihr bitte euch weiter. Dreht euch mal zu, dass wir uns gegenseitig Kraft geben, weil so kann es nur weiter stark nach vorne gehen. Und mit diesem Herz übergebe ich an Rivika. Und ich freue mich hier gleich mit euch nochmal richtig geil zu tanzen. Dankeschön, Berlin, ihr seid super. Denkt an den Abstand. Hallo Berlin, ich bin nicht Vivica, die steht hier, aber ich möchte euch kurz sagen, wir haben eine Bitte an euch. Also wir kommen mit Liebe und für Frieden und wir wollen mit euch gemeinsam ein Friedensmantra singen als erstes. Und dafür bitte ich euch, einfach mitzumachen, damit wir im Kollektiv Frieden in die ganze Welt schicken. Überall. Gerne, Bob, Herr Präsident, 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 Herr Präsident,
Status ist am Land. Die Technik braucht noch einen Moment. Vielleicht ruft ihr einmal, dass es funktioniert, wenn wir den Text auf den Leinwänden sehen, weil wir sehen, dass hier. Das war ja schon ziemlich. Guck, der hat so einen Einarm, der ist mal hinten dran.
Thank you.
Thank you.
It is
aspiring people with the same values all over the world. And this is why we have invited him to Europe. Because we are opening, it is my great pleasure to announce it, we are opening a chapter of European Children's Health Defense Organization. It happened 2 days ago, and it is not a coincidence. He had to be here. So we did the impossible, and a miracle happened. So, this is why today we want to build an alliance of all of us here, people with equal values, to defend our freedoms and to protect our children. People like you, believers, I want Children's Health Defense to be an alliance for believers. So, big cheer for Mr. Kennedy for his organization, Children's Health Defense and Children's Health Defense Europe. And here is my colleague, Mary Hahn from Children's Health Defense USA, a great professor in human rights law. Ja,
Ausnahme läuft, schneidet den Ton so raus oder macht der Kabo. Ey, du hast Wachmann, du hättest hier nach Kapitel. Vor dem Brandenburger Tor, ne? Da wo die Amazone hinklopft, ne? Und dann da ein paar souveräne Menschen. Kommt so einer vorbei. Ich nehme immer was ein Hektar hilft. Ja, aber Jürgen war auch noch mal vollkommen unbeteiligt. Ja, da war irgendwas dabei. Österreich!
sein Rückenmark infiziert. Der mit dem CIA-Chef jahrelang zusammengearbeitet hat, dort sitzen bei der AfD. Ja, das kann nicht sein. Und auch die Grünen, was soll ich dazu noch sagen? Von Grün zu Liebgrün gewesen. Wir lassen uns nicht einschüchtern.
als am 1. August, wo ich aussprechen sollte, die Bühne zugemacht worden ist, da habe ich mit einem Mitgründer der Grünen durch die Polizeiabsperrung das durchbrochen und wir standen kurz auf der Bühne mit Clemens Kubi. Ja? Wir können das, wir schaffen das durch alle Widerstände und ich weiß, dass die Polizei auch auf unserer Seite ist. Wir machen es gemeinsam. Wir Kraft. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir fordern die Wahrheit und nur durch die Wahrheit bekommen wir die Aufklärung. Nur durch die Aufklärung, die Wahrheit. Eine ganz kurze Durchsage. Der Alexander aus Münster, ein 7-jähriger Bub, ist hinten bei der Polizei am Spreeweg Bushaltestelle. Bitte die Eltern vom Alexander, bitte kommt dorthin. Danke. Ihr wisst, wieso wir hier sind. Wir fordern Frieden. Grundrechte wiederbekommen und es gibt Leute, die für uns an vorderster Front stehen und für unsere Rechte kämpfen und einer dieser Menschen stellt ganz unbequeme Fragen, wie zum Beispiel, wird mit dem PCR-Test falsche Aufklärung betrieben? Einen donnernden Applaus für einen Anwalt für Aufklärung, Rainer Filmisch! Ich bin Rainer Fühmich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin seit 26 Jahren als Prozessanwalt in Deutschland und in Kalifornien zugelassen und tätig und zwar ausschließlich gegen betrügende Konzerne wie die Deutsche Bank, VW und Kühne und Nagel. Ich kenne also die Situation des sogenannten strukturellen Ungleichgewichts sehr genau, in der wir uns jetzt befinden. Ein mächtiger Gegner, in diesem Fall unsere eigene Regierung, einschließlich aller Oppositionsparteien, versucht, uns zu dominieren und schreckt dabei vor nichts zurück. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es Grund für Optimismus gibt. Seit 6 Wochen haben meine Kollegen und ich im Berliner Corona-Ausschuss Professoren und andere Sachverständige sowie Betroffene zu den Kernfragen der Corona-Krise beziehungsweise jetzt wird man sagen können, des Corona-Skandals angehört. Nämlich, wie gefährlich ist das angeblich so neue Coronavirus wirklich? Wie zuverlässig sind die sogenannten PCR-Tests des Professor Drosten, die ja die Grundlage, und zwar hier in Deutschland, die alleinige Grundlage für alle Maßnahmen waren? Und welche Kollateralschäden haben diese Maßnahmen angerichtet? Danke. Die kurze Antwort lautet, das Coronavirus entspricht in seiner Gefährlichkeit einer Grippe. Es gibt keine Übersterblichkeit. Die Anti-Corona-Maßnahmen selbst hingegen haben massivste gesundheitliche Schäden, und zwar sowohl physischer als auch psychischer Natur, und verheerende wirtschaftliche Schäden angerichtet. Deren Ausmaß ist zwar bislang nicht genau erkennbar, aber dass diese Schäden ganz offensichtlich um ein Vielfaches größer sind als die Schäden, die das Virus jemals hätte anrichten können, ist unübersehbar. Vor allem aber der PCR-Test. Dieser PCR-Test ist für die Feststellung einer Infektion mit dem Virus nicht nur absolut ungeeignet, sondern er ist hierfür, nämlich für diagnostische Zwecke, überhaupt nicht zugelassen. It is not licensed for diagnostic purposes. Drei Immunologen, Professor Ulrike Kämmerer aus Würzburg, Professor Pierre Capel aus den Niederlanden und Professor Dolores Cahill aus Irland sowie der Molekularbiologe Dr. Avray aus Österreich haben auf detailliertes Befragen
übereinstimmend erklärt. Der PCR-Test von Drosten, der wohl am Computer zusammengefummelt wurde, ohne dass Herr Drosten das Virus jemals in seinem Labor gesehen hat, sagt nichts über eine Infektion aus, wenn er positiv ist. Nochmal, er sagt nichts über eine Infektion aus, wenn er positiv ist. Wenn du mit dem Bauch im Reichstag stehst, auf der rechten Seite, entgegen allen Behauptungen der Politik sagt er nichts über eine Infektion aus. Stellen Sie sich mal vor, was das in den USA auslöst, weil da ja alles auf diese Tests aufbaut. Sondern ein positiver Test besagt nur, dass irgendein Fragment eines Moleküls vorgefunden wurde. Was das für ein Molekül ist, insbesondere ob es ein Molekül eines Virus ist oder gar das des sogenannten Wuhan-Virus, kann niemand sagen. Der Test kann auch auf ein Überbleibsel, zum Beispiel des Kampfes des Immunsystems, des körpereigenen Immunsystems, gegen eine Erkältung positiv anschlagen. Und wie wir ja wissen, schlägt er auch positiv bei Papayas und Ziegen an. Kurz, im Corona-Zusammenhang handelt es sich bei diesem Test um einen Idiotentest. Das heißt, strafrechtlich formuliert, die Behauptung, der PCR-Test könne konkrete Auskunft über Infektionen geben, ist eine falsche Tatsachenbehauptung im Sinne des Straftatbestandes des Betruges. Ich bin mit dem Gestern vom Flughafen hierher gefahren, zum Brandenburger Tor, wo sein Onkel, der Präsident John F. Kennedy, diese bewegende Rede gehalten hat, vor dem Brandenburger Tor, als die Mauer noch geschlossen war. Und er sagte in einer Freiheitsrede, ich bin ein Berliner. So, thank you very much for the support of Robert F. Kennedy Jr., the nephew of John F. Kennedy. Was die angeht, who has a great reputation here in Germany. We are very thankful for his speech, what he said years ago in front of the wall in times where it was close. He said, I am a citizen of Berlin. Ich bin ein Berliner. This gives us a lot of hope and a lot of power. And so thank you very much for Robert F. Kennedy Jr. to support us. And he said here very clear words to the organized crime. And he said very clear words, what kind of crime now is being committed to vaccines and to other bad things. Organized crime in a worldwide fashion is done. Meine lieben Mitbürger, wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt organisiertes Verbrechen und es gibt es auch im Weltmaßstab. Wir haben eine Gleichschaltung in der ganzen Welt. Wir sehen es einfach, dass dieses Coronavirus nicht die Toten fordert. Zum Glück auch nicht diese Kranken in den Krankenhäusern da sind. Das sehen die Ärzte überall. Es ist eine Täuschung. Und in der Mitte steht was? Die Wirtschaft. 2008 gab es schon den Crash. Nur dann war klar, es waren die Banken und ihre Besitzer. Und jetzt ist nochmal mehr Geld ins System gegeben. Es wurde Zeit gekauft. Das haben die alle gesagt. Schäuble, Draghi, alle. Und jetzt, 2020, soll es wieder zu einem Crash kommen. Aber diesmal zu einem geplanten. Es soll ein großer Lockdown sein, wie Stage 4 in Melbourne, Australien, wo jetzt schon Ausgangssperre herrscht, wo die Läden geschlossen sind, und zwar alle, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen, wo nur noch zwei Menschen sich treffen dürfen, wo niemand mehr den anderen besuchen darf. Das ist Stage 4 Lockdown in Melbourne, Australia. Und dieses ist auch für uns geplant für September und Oktober. Und dazu sagen wir Nein. Und es ist so, ich habe tatsächlich 4 Monate, bevor
diese Corona-Panik ausgebrochen worden ist, habe ich dies schon in einem Interview am 11. September 2019 auf der Plattform KenFM gesagt. Schaut euch das alles an. Da sind die einfachen, klaren Fakten. Es gibt diese Kriminellen, diese organisierte Kriminalität. My dear citizens, I was the one who presented the facts in September 2019, and I predicted that this, with this coronavirus, will happen. That's not a joke, it's just the facts. It's organized crime. Und meine lieben Mitbürger, wir müssen jetzt zur Kenntnis nehmen, dass unser Gesundheitsminister Spahn, er hat bereits 300 Millionen Impfdosen gekauft von der Firma AstraZeneca. Und wer ist der Hersteller? Der Hersteller ist eine kriminelle Firma, und zwar Emergent BioSolutions, die sie umbenannt hat. Früher hießen sie Bioport, und 2001 waren die auch den einzigen Impfstoff gegen Anthrax hatten. Es ist einfach so. Genau das gleiche Muster, was wir jetzt mit Corona haben, haben diese Verbrecher schon 2001 mit Anthrax gemacht. Und sie haben auch eine weltweite Panik gemacht. Nur dabei ist rausgekommen, dass dieses Anthrax von der US-Armee selber kam. Das war ein inländischer Anschlag. Das ist alles bewiesen. Und wir müssen einfach nur die Fakten zur Kenntnis nehmen. 2001. There was this anthrax attack in September and October. But this created a great panic, same like coronavirus now. Go back to the facts. There was a company, Emergent BioSolutions, who had all the vaccine. And the same people, the same company, is now making a lot of money by selling European and German government more than 300 million doses of vaccination. Emergent BioSolutions, this are facts. And we say no to mafia, no to organized crime. Nein zur Mafia, nein zur organisierten Verbrechen. Es gibt die zu organisierten Verbrechen, ja. Aber wir lassen es nicht mit uns machen, wir stehen auf. Und deswegen, wunderbar, ich glaube, heute sind 2 Millionen da. Und wir werden weiter sprechen und wir werden weiter unsere Rechte selber in die Hand nehmen. Wir haben auch einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss gemacht. We the citizens, we have the power. We don't need this organized crime. We organize the COVID-19 extra parliamentary inquiry committee. And we can do much more. We have the solution. Mahatma Gandhi of India, he showed us a way how to do this. In India, there was a British Empire. Das britische Imperium war in Indien. And he had simply, he said just, we do not cooperate. We do not work for you. We do not buy your gods. Yeah? We produce our own things and say thank you and say goodbye. And he succeeded. India is free now. And they had now in their flag. Thank you.
viele, die sich bewegen. Wir müssen heute alle zusammenhalten, damit das was wird. Du bist am Eingang. Wir kommen alle zusammen. Aber so. Der ist gut. Endlich mal Mama, Leute. Ich hätte doch ein bisschen Waffen hier an, Papi. Was gemacht werden, das heißt, bitte nimm mal weiter nach vorne. Wir wollten zu unserem Freund. Sorry. Das wollen sie alle. Es tut mir leid. Bitte nimm mal weiter nach vorne. Wir müssen gucken, dass wir uns verteilen und vorne sind zu viele, also müssen die noch mal ein bisschen zurück. Ja. Ich funke mal kurz, ja, so die Polizei macht heute keinen Spaß. Bitte hier, ja, bitte nicht weiter nach vorne. Weil die Polizei die Abstandsregeln, die lassen uns nicht anfangen, Das ist es ja gerade, das hatten wir auch beim letzten Mal Probleme gehabt. Ja, habe ich es durchgesetzt. Guck mal, der kann ja nur die Kraftfahrt runternehmen. Fahre mal kurz ein, Rolf. Ja. Ach guck, und jetzt sind wir auf einmal durch. Warte mal, da sind sie. Ja. Ja, theoretisch, aber ich suche gerade den Jürgen, den langen Löhr. Der trägt wieder olivgrün. Die Einnahmen haben wir noch hier. Ich denke mal, jetzt kommen wir zurück, oder? Haben wir gleich hier rumgegangen. Wirklich? Ja. Danke. So, danke schön. Da wollte man nur die Ziele. So, jetzt. Aber ihr seid an mir vorbeigelaufen.
grandiose Musik. Wir haben wundervolle Menschen. Das heißt, ihr wundervollen Menschen, bitte, bitte, schaut, dass ihr den ganzen Platz ausnutzt, den wir für uns alle reserviert haben. Der hat ja eventuell mit den Fingern dann Hals, ne? Das musst du wieder können. Das ist wieder das mit der Frage, wenn der Kugelschreiber zu tödlich ist, dann ist das ja. Wie hat es Q mal in James Bond gesagt? Heißt es nicht. Wir fangen an, wenn wir alle zusammenhalten. Wenn wir diesen großen Platz machen. Diese Bilder gehen um die Welt, die wir hier produzieren. Lasst uns ganz Berlin voll machen. Lasst uns ein Zeichen in die Welt schicken, wie viele wir sind. Aber dafür müssen wir den ganzen Platz nutzen. Das ist wirklich wie Touristen. Ganz super. Hinter der Siegessäule haben wir noch so viel Platz. Richtung Spree haben wir so viel Platz. Bitte bis außen an die Ränder. Ihr hört uns überall. Ihr seht uns überall. Wir haben Leinwände überall auf der gesamten Fläche. Aber wir müssen zusammenhalten, damit wir hier dieses historische Event starten können. Bitte an jeder Einzelne, der kann, nutzt die ganze Fläche. Und wenn niemand mehr es sieht teilweise schon richtig gut aus. Wir haben einen eigenen Kram organisiert, damit wir eigene Bilder machen können. Aber was mich verwundert hat, die haben jetzt so eine Art Opfer. Mit Gefühlsfuhr, schöner Soße. Versucht euch zu verteilen. Wenn wir es schaffen, Berlin voll zu machen, dann können wir hier ein historisches Event alle zusammen machen. Mit Bildern, die um die Welt gehen. Aber dafür brauchen wir euch alle. Es sieht teilweise schon richtig gut aus. Starten. Das heißt, helft uns, helft euch, helft den ganzen Menschen, die wir hier sind. Habt ihr irgendwo Müllhammer gesehen? Das ist wegspeichert, danke. Meine Konserve. Ja. Also ich habe hier echt noch keinen Müllhalter gesehen. So ist es. Wenn einer wäre, dann sicherlich da an diesem Gehweg. Bierweg, genau. Der hätte mal an die verspannt. Also mein Kleinkram habe ich da im Gulli reingesetzt. Ja, vorne, es geht hier einfach nur darum. Ja, genau, wenn die Dose platt ist, dass sie sich in den Spalt durchzieht. Die Dinger werden an den Asphalt laufen. Weißt du, ob da eine Laufbahn ist? Hat kaum mehr. Die Versammlung hiermit eröffnet. An die Nichtgekommenen. Das sind nämlich diese 700 Politiker aus dem Bundestag. Ja, so langsam, glaube ich. Weiterhin, Politikerinnen, wir leugnen nicht das Coronavirus. Wer ist das? Nein, liebe Politikerinnen, wir sind nicht ignorant von einem gefährlichen Virus, sondern ihr verbreitet künstlich mit Hilfe der von uns bezahlten Medien Angst, Angst und nochmal Angst, um zu verhindern, dass euer Volk ins Nachdenken und vor allen Dingen ins Nachrechnen kommt. Und ihr wisst das. 940.000, 20.000, 2. 940.000 Menschen sterben leider jedes Jahr in Deutschland, seit Jahrzehnten. Grob analysiert erwarten uns ca. 20.000 sogenannte Corona-Tote. Ich habe schon großzügig gerechnet, so hoffe ich. Also lediglich 2% der, in Anführungszeichen, sowieso Toten. Und ihr wisst das. Nein, liebe
liebe Politikerinnen, wir sind keine Egoisten, die zu alt für die Maske sind. Es fehlt uns und vielen Fachleuten allein an Evidenz dafür. Und ihr wisst das. Nein, liebe Politikerinnen, ordinäre Maßnahmen sind schon lange nicht mehr verhältnismäßig. Und ihr wisst das. Oder? Euer Shutdown kostet weit mehr soziales oder wirtschaftliches Leid, als dieses Virus auch nur annähernd bemerken kann. Und ihr wisst auch das. Nein, liebe Politikerinnen, ich möchte nicht in eure Haut stecken. Wie könnt ihr euren Kindern, Eltern, Verwandten, Freunden noch mit lautem Gewissen? Thank you.
They don't have. They have to change the definition of COVID on the death certificates constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Die denken sich alles nur aus. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir die Zahlen sehen, kommen wir einfach nur in die Angst. 75 years ago, Hermann Göring testified at the Nuremberg trials. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in... Thank you.
Stelle noch der Latein. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. Hermann Göring hat zum Ende des Krieges gesagt, es hat nichts mit Nazitum zu tun, dass man die Menschen, er wurde gefragt, warum haben die Menschen das gemacht in Deutschland? Er hat gesagt, es hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus machen, in Monarchien machen, in Demokratien machen. Es ist die menschliche Natur. Wir müssen die Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns. Eine neue und souveräne Verfassung für Deutschland nach Artikel 146 Grundgesetz geschaffen haben, darüber genau verhandelt werden, dass wir mehr soziale Sicherheit und vor allem Frieden auch mit der Russischen Föderation erhalten. Wir können den Lauf der Geschichte beeinflussen. Durch das, was wir tun und das. Für Bill Gates und seine Freunde und nicht für uns. If Bill Gates has his satellite to take, his satellite fleet will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. Mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus beobachten. But that's only the beginning. He also will be able to follow you on all of your smart devices.